Hey, hallo Leute, ich bin heute in meinem Camp. Bei mir ist heute mein Junior und er will heute mal zeigen, was in seinem Junior-Rucksack so drin ist. Klamottentasse. Seid ihr bereit? Das ist meine Axt auf jeden Fall. Guck, so kann man das öffnen. Gell? So immer wieder weitermachen. Genau, und von dir wegziehen. Genau. Meine Klappsäge sieht so aus, okay, liebe Leute? Und so geht sie wieder zu. Erste Hilfedose, da ist was zu essen und das da auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und was ist zu essen drin? Nix. Nix, du hast gesagt, was zum Essen drin. Und hier noch das hier. Ah, Traubenzucker, okay. Das ist mein liebes Messer. Und ihr wisst, das hier gibt's. Das Messer hast du von deinem Onkel, oder? Ja. Der hat genau dieselben Buchstaben draufstehen. Das ist mein Fernglas. Damit kann man auf jeden Fall schon gute Sachen angucken, auch Tiere. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr könnt es auch so auf euer Hals, aber ihr könnt so gucken. Ihr könnt Tiere angucken oder das ist einfach richtig. Oh, was ist das? Das ist mein Hammer. Hinten hat es auf jeden Fall was. Das kann man so machen und dann wieder rausziehen. Das ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Hoppla, oh. Das ist für Holz. Für Schleifen wird das Holz. Das kann man dann so machen. Hier ist meine schöne Tassen. Hier ist meine schöne Tassenlampe. Die kann im Dunkeln leuchten. Wohin macht man die? Die macht man auf jeden Fall hier auf den Kopf. Das ist meine Lupe. Und das hat hier noch. Damit kann man schreiben. Malen. Mit dem Glas kann man auf jeden Fall vergrößern. Da sind nur Klamotten drin. Ja, also das müsste ja jetzt klar sein. Wenn ihr auch Kids habt, dann überlegt mal, ob ihr nicht auch einen Rucksack für sie schon habt. Wahrscheinlich habt ihr ja schon einen kleinen Rucksack angelegt. Was da so drin ist, was wirklich nützlich ist, was wirklich gefährlich ist. Schwierige Sache, aber so langsam müssen wir an die Sachen rangeführt werden. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus daheim, sterben die Leute.